Ganz wichtig, bevor dieses Video anfängt, wie immer, und das mache ich viel zu wenig, Liebe geht raus an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet diesen Kanal am Leben. Hier mal ein Dank an die aktuellen Kanalmitglieder, die diesen Kanal aktiv, fucking aktiv unterstützen. Ihr seid die Goats, ihr seid die Nerdbombler, ihr seid die Nerdbomb-Army, die, wie gesagt, hier das Licht anlassen. Für euch mache ich die Livestreams, für euch mache ich die Analysen. Oder nicht nur für euch, aber ihr seid ein Hauptgrund, da ihr wirklich die Hardcoresten der Hardcoresten seid. Und ich sage das viel zu selten, aber Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Ja, wir gucken uns heute mal den ersten Trailer zu der Pinguin-Serie an, die von HBO entwickelt wird. Die Pinguin-Serie spielt in dem The Batman-Universum und wird so ein bisschen die Geschehnisse, wenn mich nicht alles täuscht, nach dem Film erzählen, und wir werden so ein bisschen mehr über den Pinguin erfahren. Und in diesem Fall, ja, ist es mehr oder weniger so der erste kleine Eindruck eben von der Serie. Ich habe gesehen, der Trailer ist nicht ganz so lang, 1,30 knapp. Das heißt, es ist eher so in die Richtung Teaser. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, was es denn da zu sehen gibt. Ich denke, der Pinguin wird sicherlich so zum Unterweltboss aufsteigen. Ich muss ja sagen, ich fand den in The Batman super. Und ich muss auch sagen, nach wie vor die Prosthetics, die er ins Gesicht bekommen hat, hier Colin Farrell, ist einfach unfassbar. Und jeder, der sagt, der sieht Colin Farrell dadurch, der lügt. Kein Mensch erkennt den. Das ist das krasseste Make-up, was ich jemals gesehen habe bei einem Charakter. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Skarsgård ist schon krass, jetzt auch in Dune, ne? Aber da erkennt man ihn ganz klar raus. Aber hier ist 0,0% Colin Farrell drin. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich echt Wahnsinn. Ich bin gespannt, was wir hier in dem Trailer sehen werden. Ich bin gespannt, ob sie uns versuchen, vielleicht auch so ein bisschen zu catchen, indem wir so einen kleinen Batman-Teaser kriegen. Also, dass Batman einmal auftaucht oder so. Es ist ja inzwischen bekannt, dass der Robert Pattinson auch am Set unterwegs war mal. Also ich gehe davon aus, wahrscheinlich im Finale oder so wird er doch schon mal auftauchen. Vielleicht so ein bisschen als Bridge zu The Batman 2, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ich hoffe einfach, wir kriegen weiterhin diesen nicen, düsteren The Batman-Vibe auch hier in der Serie. Und ich hoffe, dass die Serie einfach richtig Bock macht, mehr in diese Welt einzutauchen, mehr in dieses Gotham City einzutauchen. In diesem Sinne würde mich mal interessieren, haut es mal in die Kommentare, wie fandet ihr eigentlich The Batman? Für mich war das Ding auch ein absolutes Meisterwerk, ich liebe den Film. Ein bisschen zu lang vielleicht, aber dennoch sehr, sehr geil. Das würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, wer ist denn euer Lieblings-Batman-Bösewicht? Und jetzt klammer ich einen aus, außer den Joker. Weil der Joker ist bei den meisten die Nummer 1. Und ich würde sagen, bei mir kommt wahrscheinlich direkt nach dem Joker, ich glaube, bei mir kommt Scarecrow direkt nach dem Joker, aber eine ganz bestimmte Art von Scarecrow, nicht der peinliche Scarecrow, sondern schon wirklich dieser absolut düstere, so wie in den Arkham Games, den feiere ich schon sehr. Und danach würde wahrscheinlich Man-Bat kommen, einfach nur wegen der Animated-Serie, wo ich auch ein Riesenfan davon bin. In diesem Sinne, nett lang schnacken, Pinguin in den Nacken, und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was der erste Trailer kann. When I was a kid. Max, Origin. There's a gangster. Real old school type. Rex Calabrese. He's a big deal. So krass aus. He helped people. He saw you on the street, he called out to you. When I'm 14 or something, he has a heart attack and dies. Still holding a cigar. The ice bag launch. In my neighborhood. They throw a parade in his honor. A freaking parade. I mean, it wasn't fancy, but it was a gesture. Show love of what he meant. Hey!
Can you imagine to be remembered like that? Also der Trailer baut natürlich den Pinguin jetzt hier so ein bisschen auf, als wäre er so ein ja, à la Pate-Style unterwegs, ne? Und ich denke, das ist eigentlich auch ganz nice, muss man ganz ehrlich sagen. Der Ton ist wieder wie The Batman, das merkt man ganz klar und das feiere ich auch extrem. Sein Make-up ist wieder geisteskrank und wir werden ihn wohl erleben, wie er jetzt dann eben seinen Platz in der Unterwelt von Gotham City einnimmt. Es war mir vielleicht, aber es ist ein Teaser, ne? Aber genau aus dem Grund war es mir vielleicht auch ein bisschen zu wenig, was man gesehen hat. Also ich hätte gerne zumindest so eine kleine Idee, was so diese Overall-Story sein soll von der Serie. Aber das kann man vielleicht zu dem Punkt auch noch nicht erwarten. Ende des Jahres kommt die auch raus. Also dieses Jahr ist echt, wie die Amis sagen, stacked. Also da ist echt richtig viel drin. Da haben wir noch ein bisschen was zu gucken. Und ich freue mich hier auch auf die Serie. Ich würde dem Teaser jetzt mal eine solide 6,5 von 10 Nerdbomben geben, weil ich finde, ja, ist interessant. Er hat schon mal so ein kleines Geschmäckle hinterlassen, was wir zu erwarten haben. Er hat aber jetzt kein Hype oder Riesenvorfreude ausgelöst auf diese Serie. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber wie gesagt, es ist auch ein kleiner Teaser. Ich bin dann mal gespannt, wenn wir den ersten Trailer bekommen, ob wir dann eben noch ein bisschen mehr Input auf das Ganze oder zu dem Ganzen bekommen. Es ist halt schon sehr traurig, wenn man jetzt sieht, dass diese Serie jetzt rauskommt, dieses Jahr, und wir dann aber noch ja knapp 2 Jahre warten müssen bis zum neuen The Batman, was einfach so schlecht geplant alles ist schon wieder von Warner Brothers. Das ist so ätzend, ne? Normalerweise müsste jetzt nächstes Jahr dann auch direkt The Batman folgen, damit du das hinterher schieben kannst. Ja, durch den Writer's Strike kann aber vielleicht auch Warner Brothers an der einen oder anderen Ecke nichts dafür. Es ist kompliziert, aber es ist trotzdem, hätte man das vielleicht im Vorfeld auch schon besser regeln können. Es ist einfach sehr, sehr schade, ne? Weil sie dadurch einfach sich auch so ein bisschen, ja, sie lassen die Welle so ein bisschen abschwächen, ihr wisst, was ich meine. Weil wir sind ja jetzt auch schon bei The Batman, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr draußen. Ja, schade. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns, dass dazu noch was kommt, weil parallel ja noch das DCU entwickelt wird. Da ist das schon tatsächlich, ja, eine ganz coole Geschichte. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst mal in den Kommentaren, wie ihr den Trailer fandet oder den Teaser. Und wir hören uns dann zur nächsten Reaction, zum nächsten Livestream oder zum nächsten was auch immer. Bis dann. Peace.